dass der noch einen neben sich hat, der noch so ein bisschen bedienen kann. Geht das noch? Gab doch mal die Möglichkeit, ähnlichen Spieler suchen. Eine ähnliche Spieler. Ach du Scheiße! Cyril Rahmen. Oh, 29 Tage ist der Bericht erst alt. Ah, es ist mir halt noch nicht aussagekräftig genug. FC Basel. Zeig mal deine Statistiken her. Oh. In so jungen Jahren? Nichts Genaues weiß man nicht, den würde ich noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ja, dann könnte ich eventuell vielleicht sogar eine billigere Variante zum Pellegri finden. Ich wollte mal hier was gucken. So viele gute Dribbler spielen bei uns gar nicht. Das hatte mich nämlich schon gewundert, dass die da teilweise auffällig besser spielen. Wenn wir hier sagen, seltener dribbeln. Mal schauen. Ich glaube, jetzt zum Saisonabschluss, da bringen wir nochmal die besten Leute aufs Feld. Und schießen Gang nochmal ab. Hoffentlich. Wie hieß denn jetzt der Typ, den ich gerade laufen lassen wollte? Rahmen, genau. Könnte ich eventuell Pellegri noch mal eine Woche verschieben, falls das dann irgendwann mal kommt. In 38 Spielen, 14 Tore, 15 Vorlagen. Nice. Okay, der ging dann nach Dortmund. Der bisherige Rekordhalter. Naja. Oh, ich glaube, es könnte ein großer Umbruch werden, ne? Wenn dann die Chinesen auch wieder aufdrehen. Ich weiß gar nicht, wie bei denen das Transferfenster überhaupt ist. Ich hätte nie gedacht, dass die bisher im Sommer irgendwie großartig Rabatz gemacht haben.
Oh, Pavon ist wieder. Als Verteidiger macht er sich Sorgen um Pass in die Tiefe, also. Die Situation sollen wir mal nennen, wo er da vor der Entscheidung stand, einen Pass in die Tiefe zu spielen. Oh mein Gott. Es wäre so schön geworden. Ich hatte bis dahin die besseren Chancen, das habe ich aber noch nie gesehen. Oh. Okay, ein Elfmeter. Jawohl. Ah, es tut mir schon ein bisschen leid um Kremenchik.
Er macht halt noch seine Tore. Bloß. Er wird nicht jünger. Uiuiuiui. Schön. Ah, dann vergeigst du es wieder. Okay. Auch dadurch, dass wir das Tripling rausgenommen haben, wesentlich mehr Action drinne. Die muss jetzt bloß noch zielgerichteter werden. Trying not to see why you wanna go. I'm staying. Schön. Da können wir dich ja gleich auswechseln und ein paar Mann noch Bauminuten geben. Oh, geiler Pass. Jawohl. Ihr kennt der doch noch.